Wow, das war knapp. Das gefällt mir echt nicht, dass wir hier so viel Schaden kassieren müssen. Kann ich hier nicht mal irgendwas kontern? Sieht aber irgendwie nicht so aus. Da muss ich halt jetzt echt warten, bis ich jetzt genug Leben wieder habe. So, ein bisschen drauf. Aber halt nur so ein bisschen, nicht zu viel. Sonst bekomme ich hier wieder unnötig Schaden, das muss nicht sein. Ah, shit. Das hat echt mal wieder super geklappt. Bereichschaden, more Bereichschaden. Au. Okay. Ich finde das echt immer super, wenn die hier nicht so schön attackieren können. Ich brauche echt eine Schwalbe, sonst kann ich das hier knicken. Gut, dann halt neu laden und eine Schwalbe trinken, bevor wir da reingehen. In die Grube. In die tiefe, tiefe, dunkle Grube. Meditation. Müssen wir auch mal wieder ein paar Schwalben hier herstellen oder sowas. Bei Zeiten. So. Okay. Das wäre das. Dann können wir jetzt auch wieder aufstehen. Und jetzt nochmal in den Kampf. Jetzt haben wir 30 Chancen mehr. Mindestens. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? Mach den Kaiser so viele stolz, seid ihr gar nicht. Tötet den Kerl. Natürlich treffe ich sie erstmal nicht. Der. Ab auf den nächsten. Du auch nochmal hier schön Hallo sagen. Ja, geht doch. Zack. Weg ist er. Ich könnte jetzt hier auch nochmal so ein bisschen kontern, weil es kann. Eventuell kann ich hier auch ein bisschen Leben regenerieren, während ich hier meine Schwalbe-Intos habe. Ich bekomme nach wie vor halt ziemlich viel Schaden, wie ich finde. Viel zu viel Schaden. Einfach nur pures Blocken hier. Damit ich dann irgendwie mal wieder genug Leben habe, um jetzt hier an alle ranzukommen. Na, so ein bisschen noch. Ist halt schön, dass wir halt Blocken schon so weit geskillt haben, dass wir einfach nur Blocken halten müssen. Und dann wird er schon. Mit den Nachbarn. Und dennoch bin ich halt zu, wie sagt man, risikofreudig. Ah, shit. Schon in die richtige Richtung blocken. Wir brauchen echt mehr Leben, sonst ist halt schlecht. Und dennoch will ich halt hier jetzt nicht so lange warten, weil das ist auch für euch da ein bisschen doof. Ne? Aber was soll's. Was muss, das muss. Schön auch, dass eigentlich immer nur zwei ankommen. Und der dritte steht da irgendwo hinten. Freut sich ein Keks. Okay. Ich habe leider auch keine Dings mehr. Keine Energie mehr, dass ich hier irgendwie was casten kann, sowas wie Art oder sowas. So, das war der Hund.
auf dich hier so ein bisschen drauf und dann... Ja, okay, dann bin ich wieder tot. Das ist toll. Das ist toll, das ist richtig stark, ist das. Es ist like a Mammut. Ich dachte mir eigentlich so, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann stelle ich mich einfach wieder so an, weißt du, dann zeige ich einfach mal wieder, wer hier das Mammut im Haus ist. Richtig, ich bin das Mammut im Haus. Ah, naja, das sind wir eigentlich schon gewohnt. Meditation. Können wir mal gucken, ob wir mal wieder überhaupt Schwalbe herstellen können. Ja doch, sieht gut aus. Ruhig hier, was wir haben, herstellen. Die Schwalbe ist das, was wir am meisten brauchen. Ah shit, jetzt habe ich natürlich keine Schwalbe getrunken. Muss ich jetzt auch nochmal machen. So, zack, trinken. Und dann speichern wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal ab. Weil sicher ist sicher. Kennt man ja. So. Speichern. Und ab runter. Ab in den Spaß für die ganze Familie. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? So, gucken wir mal, ob wir jetzt den, der jetzt rechts runterkommt, hier jetzt hier gleich erledigen können. Das ist ja nur so ein Einzelner. Das sieht im Prinzip nicht verkehrt aus. Na gut, jetzt habe ich die hier angefackelt, was ich jetzt gar nicht mal so extrem wollte, aber ist okay, kann man mal machen. Maul. Komm, jetzt wirf dein Mist oder sowas. Genau. So muss es sein und nicht anders. Auf Nilfgaard. Ja, genau. Nicht unter Nilfgaard, nicht für Nilfgaard. Nein, auf Nilfgaard. Ja, wir sind schon eine Ecke weiter als zuvor. Ich will es halt auch nicht zu risikofreudig machen. Dafür, dass wir halt jetzt schon eine Ecke weiter sind als zuvor. Na, ah, das wird schon wieder super. Ich sehe das schon. Kann ich hier auch nochmal... Ja, nehmen wir mal das. Hier, du sollst blocken, ne? Nein, oh, was mache ich denn? Blocken, mehr blocken! Muss ich jetzt echt hier ein bisschen ausharren. Da oben würden auch keine weiteren Soldaten mehr stehen. Das sind halt jetzt quasi die letzten. Man muss sich halt jetzt hier mal so ein bisschen ausharren. In der Hoffnung, dass es auch so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe ja keine Ahnung davon. Ich brauche echt so halbes Leben oder sowas dafür. Sowas, was einen dann so instant so ein bisschen voll heilt, wäre eigentlich ganz cool. Und wäre wahrscheinlich auch zu einfach für das ganze Zeug. Sollte schon blocken hier, ne? So, zack. Nochmal. Drauf da, blocken. Immer so ein bisschen was, weißt du? Gerade wenn die hier in der Ecke sind. Ja, jetzt kommt der nächste an hier. Ich sehe das schon. So. Letzten zwei. Ja, shit. So, nochmal was werfen hier und drauf da. Drauf da. Komm. Gib alles. Gib einfach alles, was du hast. Ich hoffe, wir halten jetzt den Debuff aus. Müsste aber eigentlich. War jetzt wieder viel zu risikofreudig. Der müsste eigentlich gleich umfallen.
Dennoch traue ich mich halt nicht so richtig. Okay. Krepier, du Hund. Na? Drauf da! Und nochmal drauf da! Und nochmal! Und da geht er down! So, das müsste es jetzt gewesen sein, hoffe ich. So, dann speichern wir das an dieser Stelle auf jeden Fall gleich ab. Weil dann ist das nämlich auch erledigt. Gratuliere, Hexer. Das waren meine besten Leute. Ja, die konnten irgendwie kaum irgendwas. Ich will Triss. Drück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Freunde, wir sind mehr als Freunde, ich brauche sie. Sie hat Informationen, die sehr wichtig für mich sind. Verstehe. Für einen Nordling bist du ja recht vernünftig. Deine Anerkennung ehrt mich. In Klammern nicht. Sollte sie auch. Denn ich wiederum habe Informationen über sie, die dich interessieren dürften. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Das interessiert mich nicht, weil ich bin nicht politisch interessiert. Interessant, sprich weiter. Woher weißt du das? Aus berufenem Munde. Ihrem. Und wie habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Indem wir ihr die Aussagen der anderen Logenmitglieder gezeigt haben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Also, nix. Umzingeln! Ja, das ist ja super. Wow. Ja, am besten ist, du castest hier erstmal irgendwas und es trifft deine eigenen Leute. Eine gute Idee. Eine verdammt gute Idee. So, das war der. Ab auf den nächsten hier. Und ich bin mal wieder zu langsam für den Magier. Der mir hier schon die Hölle heiß macht. Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich. Schildträger, nach vorn! So, warte. Immer schon drauf da. Irgendwie klappt das schon. Einfach immer draufbolzen. Und ich muss eigentlich schon wieder, ich weiß nicht seit wie viel 100.000 Leveln erstmal skillen. Aber nö, ist jetzt mal nicht. Ach, jetzt kommt der an. Ja, das ist ja super. Da freue ich mich echt ungemein. Und muss hier echt. Kaiser enttäuscht. So ein bisschen hier ausweichen. Nur so ein bisschen. Warte. Der Caster da hinten, ne? Der kotzt mich richtig an. Ja, das kann ich knicken, so. Wenn der ein Blitzschild hat, dann ist es sowieso schlecht. Wir haben doch auch noch hier die Dinger. Take it easy, das ging voll daneben. Einfach mal hier so die elegante Dark Souls Ausweichrolle. Ups. Also Feuerball können wir nicht nach wie vor nicht mit dem Schwert einfach so blocken. Das funktioniert halt nicht. Bams. Das war's mit dem Penner. Muss ich jetzt mich nur noch um die anderen kümmern. Au. Ich glaube, ich schaff's. Ich hab's geschafft. Okay. So, gucken wir mal, was jetzt hier noch so schnell gedroppt ist.
Rüstung von Vicovaro. Das ist jetzt gut. Gucken uns die mal gleich an. Aber hier kurz aufsammeln, was hier so rumliegt. So, dann schauen wir mal. Inventar. Da können wir auch nochmal gucken hier. Da haben wir ein Schwert, das einen ordentlichen Grundschaden macht. Das legen wir mal an. Mhm. Das ist das Schwert aus Kaer Morhen. Unseres ist ja besser. Das ist das, was wir gerade abgelegt haben, und das ist sowieso Mist. Okay. Ja, doch, die Rüstung ist eine ganze Ecke besser. Wir hätten auch noch Seldkirks Rüstung gehabt. Aber was soll's? Selavi. Ja, doch. Da sehen wir schon ganz ordentlich aus. Und ich würde sagen, bevor wir... Oh, Alter, was hat denn der jetzt für ein ordentliches Großschwert hier? Meine Güte, da können wir jetzt aber richtig loslegen. Aber halt dies und mehr erst in der nächsten Folge von... Moment, wir können auch mal gucken. Ganz kurz. Inventar. Wir haben sowieso noch mehr Plätze hier. Hier noch so den einen oder anderen Platz hier. Ich sowieso mal gucken muss, was wir hier noch so Schönes haben. Wir haben hier Elfenhandschuhe, die besser sind als die, die wir tragen. Einmal wieder Schuhe tragen. Das sind die alten Schuhe. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Witcher 2. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.